Der hat schon hässliche Füße. Warte mal. Tommy. Guck mal, wie dreckig die sind. Und ist doch eigentlich schön. Das sind von den Socken, ne? Und dann muss ich da immer meine Hand reinschauen. Weißt du, das will er. Nein, mach ich nicht. Hast du bei Ex on the Beach nicht gecheckt, wo der immer hinter mir saß und sein Füßen? Oh mein Gott, du warst der Fußpopler. Please hold for a very important message. Hallo liebe Schnuffelhasen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns heute in Nizza und zwar beim ultimativen Beziehungstest. Ihr beide habt so abgeliefert bei der Couple Challenge. Ich glaube, halb Deutschland war eifersüchtig und wollte eine Beziehung haben wie ihr. Und das habe ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen und habe mir gedacht, ich muss testen, ob das wirklich wahr ist. Ja? Wie doll ist die Liebe zwischen diesen beiden? Fake oder real? Es gab ja ein paar Couples, wo wir dachten, das ist vielleicht fake. Wir gucken jetzt einfach mal, wie das bei euch so ist. Falls ihr neu seid auf diesem Kanal oder du und du möchtest einer Community zugehören, die wirkliche Liebe empfindet, dann trete bei, abonniere den Kanal und sei dir nur über eine Sache bewusst. Schnuffelhasen gucken immer die Werbung und während sie das tun, hinterlassen sie einen Kommentar und sagen uns, ob sie denken, dass die beiden ein wirkliches Paar sind. Genau. Real or fake? Alle Kommentare. Alle genau. Werden gelesen. Alle. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut kann Sandra kochen? Ich würde sagen 8, 9. 8, 9 kann sie gut kochen. Also du sagst 8 bis 9 stabil. Ja, so eine Dicht ist, ich kann schon gut kochen. Okay. Erste Frage, was glaubst du, was Tommy denkt, wie gut du auf einer Skala von 1 bis 10 kochen kannst? 10 ist das Beste. Ja. Ja, 10. Ehrlich? Ja, natürlich. Warum bist du so selbst von dir überzeugt? Wenn ich koche, sagt er, ja, das ist voll lecker. Oh, ich liebe das. Oh, voll lecker. Haben wir noch mehr? Ehrlich? Ja. Krass. Warum hat er denn gestern für uns die Nudeln gekocht und nicht du? Ja. Weil wir halb eins hatten und ich keinen Hunger hatte. Ich dachte, weil du nicht kochen kannst. Nein. Ich kann kochen. Okay. Hast du was Falsches gesagt? Nein. Ich hab gesagt, was ich denke. Er hat gesagt 8 bis 9. Mein Essen schmeckt nur 8 bis 9. Man kann sich immer verbessern, Bibi. Das fängt ja jetzt gut an. Es geht mir darum, dass du davon lernst. Weißt du was, wenn ich das nächste Mal Nudeln koche, ne, und du einen halben Kilo Parmesan drauf tust, ist das ganz normal, dass du das nicht schmeckst, Parmesan was ich koche. Dass das nur nach Parmesan schmeckt, da kannst du ja nichts dafür. Nee, weißt du was, ich koche nicht mehr. Okay, dann gibt's nur Brokkoli. Da gibt es nur Brokkoli, Reis und Hähnchen. Ja, das macht der nämlich. Oder ihr Süßen, ihr bestellt einfach ab jetzt immer. Ja, kann ich auch machen. Dann habt ihr kein Streitpotenzial. Fängt schon mal gut an. War das jetzt die erste Frage? Ja. Ich nenne jetzt drei Begriffe. Ja? Und du sagst mir zu jedem Begriff, was dir als allererstes einfällt. Ein Wort. Ein Schlagwort. Okay. Okay? Erfolg? Geld. Freundin? Sag mal. Ex-Freundin? Viele. Viele? Ja, halt, ich hatte nur eine davor Beziehung, ja. Aber... Okay. Ich habe ihm drei Worte genannt. Ja. Und er hat mir direkt einmal gesagt, was ihm dazu einfällt. Okay. Und du sollst erraten, was er wohl gesagt hat. Okay. Okay? Erstes Wort war Erfolg. Sport. Weil? Ihr so gerne... Keine Ahnung, weil er so sportlich ist. Also Wettkampf. So. Ja, okay. Wie sicher bist du dir? Ja, nicht so sicher, was du sagst. Okay, Erfolg, ja. Sport. Ja, es geht so. Ne? Also es ist so knapp. Es geht so. knapp daneben. Er hat gesagt Geld. Ach so. Ja, okay. Du hast noch zwei Versuche. Freundin. Also ich dann, ne? Ich habe zu ihm gesagt Freundin. Und was hat er als erstes, was ist ihm als erstes durch den Kopf geschossen? Probleme. Baby, was erzählst du denn? Nee, du musst logisch denken, schau. Ja. Wenn du musst nachdenken, was hätte der Tommy gesagt, nicht was du dir denkst. Ja, du hast gesagt Probleme. Ah, Freundin, Probleme. Habe ich Probleme mit dir? Habe ich nur Probleme mit dir? Mein Gott. Ja, Sandra, wenn der sagt Freundin, jetzt darf ich jetzt sagen, gesagt? Oder? Er hat Sandra gesagt. Ja, natürlich. Ach so. Oh. Mein Gott. Probleme. Was hat er gesagt zu Ex-Freundin? Vielleicht kannst du es hier nochmal rausholen. Also Sandra. Nee. Das wäre lustig. Beendet, ne? Ende. Ja, du hast ja gar keine gehabt, ne? Oder? Sandra ja ist seine erste Freundin. Ja. Also seine erste richtige Freundin. Mhm. Also ich merke, ihr kennt euch auf jeden Fall richtig, richtig gut. Also du hattest ja die eine Beziehung, die halt dann... was war die? Melina? Nein, da war ja nicht mit der Zitlan. Ich lasse dich das antworten. Du hast noch eine Chance, Ex-Freundin. Eifersucht. Warum? Ja,
weil die so eifersüchtig war und ihn gestalkt hat mit GPS und so. Tommy hat geantwortet viele. Hä? Ja, für mich war so, so... Wie viele hatte ich? Genau. Der hat dich gefragt, wie viel Sex du hattest. Nein, deswegen sage ich, ich hab's falsch, weißt du? Ja, dann kriege ich jetzt trotzdem einen Punkt. Warte mal, bislang hast du noch keinen bekommen. Aber ich will ja jetzt einen Namen. Wir haben noch ein paar Fragen. Angenommen, du müsstest auf eine einsame Insel gehen. Ja. Ja, auf unbestimmte Zeit. Welche drei Gegenstände würdest du mitnehmen? Und ich weiß nicht, wie lange ich da bleibe. Ja, ich glaube, ich weiß schon, was du mitnimmst. Drei Gegenstände? Was auch immer ich will. Ja, drei Gegenstände, ohne die du auf gar keinen Fall leben kannst. Boah, 5 Kilo Nudeln. Ja. Auch wenn ich nichts habe, um sie zu kochen. Aha. Geht mir einfach besser, wenn ich weiß, dass deine Nudeln nicht weit weg sind. Mein Haarspray. Ich wusste, dass du Haarspray sagst. Das meinte ich eingangs. Mein Haarspray. Und ein Kompass. Stell dir vor, Tommy würde auf eine einsame Insel. Keine Manipulation, Leute, keine Manipulation. Stell dir vor, Tommy würde auf eine einsame Insel gehen müssen. Welche drei Gegenstände würde er mitnehmen? Sandra, überleg dir das gut. Was würde Tommy machen? Haarspray. Haarspray, ich schwöre, das habe ich auch direkt gedacht. Ja? Was zu essen oder halt allgemein? Ja, ja Essen, ja. Parmesan, Käsemäßig. Ja. PlayStation. PlayStation? PlayStation habe ich auch, hätte ich auch gesagt. Ja, hat er nicht gesagt? Warum spielst du dann jeden Nein, Tag? Nein, ich kann die dann nirgends anstecken. Wow. Deswegen habe ich die nicht gedacht. Wow. Stimmt. Ich habe weitergedacht. Also bei dem Spiel muss ich weiterdenken. Du, ja. Was? Du musst denken, so wie ich. Genau. Ja. Okay, wenn es darum geht, etwas mitzunehmen, wofür er keinen Strom braucht, ne? Was könnte er noch mitnehmen? Seine Sonnenbrille. Oh, Sonnenbrille, Haarspray und Essen. Er hat sich entschieden für Kompass. Weißt du warum? Nein. Damit er mal den Weg zu dir findet. Ja, aber warte, warum nimmst du mich nicht mit auf die Insel? Weil du kein Gegenstand bist, Sandra. Gegenstände. Also. Und ein Bild von mir oder so? Ja, soll mich das retten, wenn ich am Verhungern bin auf der Insel. Als Liebesvorlage vielleicht. Weißt du, mit dem Kompass kann ich immer schauen, wo du bist. Wo du bist, ja. Ich hätte auch... Ja, und dann? Und anstatt ein Handy mitnimmst, damit wir FaceTime machen ich hab gedacht, können das oder so? Also ich muss sagen, Kompass, wenn du auf der Insel bist, hätte ich jetzt auch nicht, habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, weil wo willst du hin? Na, ja, natürlich, in kommt Norden, drauf an. In die Mitte. Ja, eigentlich, das stimmt an den Strand. Eigentlich auch. Ich muss sagen, ich hätte, also Sandra wäre schon schön gewesen. Ja, sie ist aber kein Gegenstand. Danke, ist sie, ist, Seite. Sie ist kein Gegenstand. Oh, siehste, ich bin für dich da, ruf mich an. Ich bin gleich am Flughafen und dann können wir telefonieren. Ja, wir können ja FaceTime. Und dann, weißt du, mein halt Freund ich, will das ja nicht machen. Nein, weil ich hätte dann Sandra gesagt und sie, ach so, bin ich jetzt ein Gegenstand für dich. So, ja, weißt du? Das wäre dann das nächste Problem gewesen, aber das wäre dann erst später aufgetaucht. Nenne die Spitznamen deiner drei besten Freunde. Die Spitznamen? Ja, falls sie welche haben. Die haben keine Spitznamen. Okay. Quentin. Also wie Quentin Tarantino. Quentin. Enzo. Enzo. Und Timothée. Wie heißen die drei besten Freunde von Tommy? Enzo. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Den. Quentin. 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 Wie? Ja. Wie denn? Ja. Quentin. 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 Hi. Ja. Mal. So, er hat doch gar keine du kennst, Freunde. Du kennst alle drei. Ich kenne alle drei. Vielleicht soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Was war gestern auf dem Schaschlikstab? Mozzarella und Tomate. Ja. Das ist echt ein guter Tipp. Ist ein guter Tipp, ne? Also ich will Tomate. Dann... Tomate. Wie hört sich das an? Ja. Ja. Nee. Komm, das ist logisch, komm. Geil, ja, Timothée. Genau. Timothée, ja! Sie hat Punkte gesammelt. Gibt es irgendwas, wovon du so insgeheim träumst? Irgendwie so ein Lebenstraum? Etwas, was du unbedingt noch erreichen möchtest? Oder ja, wo du ich, hin musst? Ja, eigentlich ja. Und eigentlich, ich glaube, dass die Sandra das auch weiß. PlayStation deswegen, ja, das ist ein Traum, aber manchmal hast du einen Traum, wo du weißt, es wird nie in Erfüllung gehen und das ist wahrscheinlich das PlayStation 5, aber egal. Ich würde sagen, ich wollte immer, also auch bevor das ganze Fernseh- und TV-Show, wollte ich immer Schauspieler sein. Schauspieler? Ja. Okay, wovon träumt Tommy insgeheim? Das letzte Mal hatte ich ihn gefragt, wovon er geträumt hat, das war dann die Exit-Challenge, das war ganz süß. Oh. Manchmal, wenn ich ihn frage, sagt er, der träumt vom Schwimmen. Also er hat vom Schwimmen viel geträumt, aber wovon er träumt... Darf ich einen Tipp geben? Ja. Es ist etwas, das ich dir schon gesagt habe. Soll ich einen Tipp geben? Es hat was mit Freiheit zu tun. Freiheit? Machen, was man will. Weil dass du ein König bist, oder was?
Nee, er möchte gerne. Also er träumt schon manchmal davon, wieder Single zu sein. Was? Nein. Hast du das gesagt? Nein. Wenn du das gesagt hast. Manchmal. Das ist doch okay. Ich hab das nicht gesagt. Ich hab das nicht gesagt. Nein, es ist eine Berufung, die er sich noch vorstellen könnte. Ein Beruf. Hatte ich dir gesagt. Ja, das ist jetzt echt ein guter Tipp. Weil wovon träumt er? Er kann von allem träumen. Von Schnuffelhasen, von... Genau. Weißt du? Nur von mir eigentlich. Ja, ja. Aber was könnte er sich beruflich nochmal vorstellen? Ich hab dir das wirklich schon mal gesagt. Ja, reich zu sein, ohne zu arbeiten, oder was? Nein, es ist ein Beruf. Es ist leider kein Beruf. Ja, irgendwas war da mal. Aber ich hab dir das gesagt, schon echt voll vergessen. Ja. Du musst dir vorstellen, er benutzt Haarspray. Er legt sehr viel Wert auf sein Äußeres. Model? Er ist gerne. Model? Schauspieler! Ja! Also mit kleiner Gehhilfe hast du es geschafft. Nein, aber eigentlich schwierig. Schwierig, ja, weil ich hatte total. Das vor langer Zeit schon. Man müsste sich halt gut kennen, ne? Um das beantworten zu können. Ja. Ja. Sag mal, kennst dich ja überhaupt nicht, ne? Wie viele Kinder möchtest du haben? Null. Du bist ein bisschen Anti, ne? Minus 5. Nein, ich bin nicht Anti, aber also ich will jetzt gerade keine Kinder haben. Aber ich bin nie. Selbst ein Kind. Okay, ich bin selbst ein kleiner Kind. Weil also gestern in unserem Interview war das auch schon so eine Frage, wo du fast aus dem Raum flüchten wolltest. Nein, weil ich weiß, okay, ich weiß, dass die Sandra, die wäre bereit. Ja. Aber sie weiß, ich mache sehr viele Scherze mit Sandra, aber auf das mache ich mit ihr keinen Scherz. Weil ich will nicht, dass sie sich irgendwas vorstellt. So. Okay. Ich will nicht, dass sie denkt, ja, vielleicht in ein oder zwei Jahren. Nein, sag mal, wir kriegen jetzt sofort keine Kinder. Okay. Noch nicht. So. Machen wir null. Aber natürlich, wenn ich mir jemanden vorstellen könnte, mit wem ich Kinder haben könnte, dann natürlich. Ja, das Sandra. Das gerade noch so die Kurve bekommen, würde ich sagen. Die Rettung. Wie viele Kinder möchte Tommy haben? Zwei. Mhm. Zwei Kinder. Ja, you wish. Wie, was? Wie, Sandra? Was sagst du? Hast du gesagt, keine? Ja, das sage ich dir doch schon seit langer Zeit. Keine? Ja. Willst du keine Kinder haben? Will jetzt gerade nicht. Hab ich die Frage war, wie viel du überhaupt haben willst in deinem Leben. War wirklich, ja. Ach so, ja. Für mich war in dem Moment. Ach so, ja, jetzt, just in time. Nein, nein. Sandel, ich habe dir nämlich nachher gesagt, wenn ich Kinder machen werde, würde ich mir nur mit Sandra vorstellen, genau. Natürlich. Aber jetzt will ich keine. Also jetzt lerne ich dich hier richtig kennen. Boah, komm, willst du echt keine Kinder haben? Nicht jetzt. Aber das heißt nicht für mich. Nie, weißt du? Ja. So. Nee, hat er wirklich gesagt. Also er hat gesagt, in diesem Leben eher nicht. Aber wenn er sich das vorstellen könnte, dann nur mit dir. Nein, das verkackt. Rein hypothetisch. Was magst du an deinem Körper am wenigsten? Am wenigsten? Ja. Ich würde sagen meine Nase. Ich habe eine lange Nase. Echt? Ja. Ja. Aber ist lang. Aber die ist schön gerade. Ja, die ist okay, aber irgendwie, das stört mich auch nicht, weißt du? Aber irgendwie... Die Frage war ja auch am wenigsten. Am wenigsten, nicht, weswegen du dir was antun möchtest. Morgen siehst du, ja, Leute, OP von der Nase. Was mag Tommy am wenigsten an seinem Luxuskörper? Luxuskörper hat er gesagt. Mich nicht. Am wenigsten? Ja. Das heißt nicht, dass ich das nicht mag. Also, aber am wenigsten. Weil er mag alles, ja? Ja, ja, ich wollte gerade auch sagen, er liebt alles an seinem Körper, was ja auch okay ist. Ne? Was sehr gut ist, ne? Vielleicht seine Füße. Oh, wieso hast du hässliche Füße? Ja, der hat schon hässliche Füße. Warte mal. Tommy. Warte. Guck mal, wie dreckig die sind und Ist doch eigentlich schön. Das sind von den Socken, ne? Und da muss ich da immer meine Hand reinschauen, weißt du, das will er. Oh. Nein, mach ich nicht. Hast bei Ex on the Beach nicht gecheckt, wo der immer im Interview saß und oh mein Gott, du warst der Fußpopler. Natürlich. Ich hab's verdrängt. Oh, warum popelt er immer seine Füße rauf? Bei Couple Change hab ich gesagt, bei Couple Change hab ich dann gesagt, ja Gott, dann kannst du nicht so sitzen hier auf der kleinen Bank, weißt du noch? Aber wisst ihr, was Fun Fact ist, was mir danach passiert ist? Deswegen habe ich das, glaube ich, so verdrängt. Wir haben Weihnachten gefeiert im Januar, ne? Serbisches Weihnachten. Serbische Leute, ne? Und dann kommt mein spanischer Freund mit dazu, ne? Wir sitzen alle und essen. Auf einmal setzt er sich in den Schneidersitz, zieht seine Socken aus und popelt in seinen Füßen rum. Und alle am Tisch so... Am Tisch? Ja, macht ihr das hier in Frankreich? Nee, okay, erstmal, um das gerade zu stellen, ich habe da nicht meine Füße gebaut. Ich habe da nur immer meine Hand so auf meinen Fuß. Nein, du hast in die Zwischenräume ein bisschen gegangen. Ah, du lügst! Oh, du lügst! Er ist ein Schnüffelhase. Er war schon immer ein Schnüffelhase. Nein. Next question. Next question.
Wie eifersüchtig bist du auf einer Skala von 1 bis 10? Also, was ich so mitbekommen habe. Ich kann eifersüchtig sein, aber es muss dazu einen Grund geben. Mhm. Ich bin nicht für nichts, also einfach nur so eifersüchtig. Ja. Deswegen in der Mitte, würde ich sagen. 5? Ja, 5. Wie eifersüchtig ist Tommy auf einer Skala von 1 bis 10? Er hat wahrscheinlich nur 1 gesagt oder so, aber es ist volle Lanze, um ne? Geht, ja? 8. 8? Was? Was? Ich darf nicht irgendwie... Nee, was denn? Also da gibt's daneben und dann gibt's total daneben. Du bist komplett daneben. Ich darf nicht daneben. Sie darf nicht alleine rausgehen, hast du gesagt. Ja, sie darf nicht... bei Instagram muss ich allen, darf ich nichts mit Männern zu tun haben. Wie, was? Alle, die mir folgen, als Mann muss ich löschen. Wie, was erzählst du? Sie darf nur von hier aus auf den Strand gucken. Genau, weil am Strand darf ich nicht im Bikini rum. Beim Bikini sagt er immer, ich darf dir nicht so nah in den Arsch reinmachen. Ja, okay, das stimmt, das stimmt. Ja, aber dafür trainiere ich den auch. Was sucht dein Bikini auch in deinem Arsch? Genau, zeig doch dein Bikini, dein Bikini will auch gezeigt werden. Ja. Weißt du? Wir sind in der Fashion-Metropole. Nein, Moment, ich trainiere ja meinen Booty und den will ich ja zeigen, nicht mein Bikini. Den sollst du mir zeigen. Ich trainiere den nämlich mit dir 6-mal die Woche. Ah ja, okay, so. Gut. Also vielleicht sollten wir nochmal über die 5 diskutieren, weil er hat 5 gesagt. Du hast 5 Ich habe gesagt, ich bin eifersüchtig, wenn da wirklich was ist. Also wenn sie diese Sachen macht. Strand gehen. Nein. Ja. Okay. Instagram. Ja, da habt ihr noch ein bisschen Diskussionsbedarf. Ah. Was denkst du, was Sandra am meisten an dir stört? Ja, das wenn ich, wie sagt man das? Das, wenn ich mit dir so Scherze mache und so, dass ich nie aufhöre. Ah, du machst immer weiter. Immer weiter, bis sie dann an ihre Grenze kommt. Okay. So. Und dann merke ich, okay, scheiße, ich bin ein bisschen zu weit. Was denkst du, was Tommy denkt, was dich am meisten an ihm stört? Du kannst es danach auch noch gerade rücken und uns sagen, was dich wirklich an ihm stört. Aber was denkst du, was er denkt, was dich am meisten an ihm stört? Ja, wenn der keinen Stopp kennt, ne? Wenn der immer weiter seinen Spaß macht. Ja, sehr gut. 10 Punkte. Wenn der nicht, ja. 10 Punkte, ja. Ja, das stört mich wirklich, noch, ne? Die noch kurz küssen. Ja, weißt du, das, okay, aber das ist ein bisschen Manipulation, weil dann kommen wieder Gefühle, weißt du? Nein, nein, also bei der ersten Frage war es schon vorbei. Oder wann war die dritte da mit Kindern kriegen? Komm, geh weg. Okay. Ja, nee, sind aber das stört mich wirklich, weißt du? Da kannst du dir mal Gedanken machen. Ne? Über Kinder kriegen und über hier das dein Finger. Ich hab's in meinen kleinen Notizen geschrieben. Der weiß nicht, wann Stopp ist dann, weißt du? Das stört dich auch wirklich am meisten, ja, ne? Ja, schon. Ja, okay. Weißt du, bei Couple Challenge. Dann fängt der an mit seinem So. Kennst du das? So schläft er. Und dann macht er das einmal. Und dann finde ich das ja lustig, ist ja in Ordnung. Ja. Der macht das 30 Mal. 30 Mal, der hört 30 Mal so immer. Der hört nicht auf damit, weil der findet das dann so lustig. Ja, ich finde das in dem Moment einfach lustig. Ja, aber 30 Mal? Ich kann dann einfach nicht aufhören. Es macht ihn heiß, dass er dich in Rage sieht, so temperamentvoll. Ja, genau. Aggressiv. Ah, ach, genau. Weißt du? Ja, okay, ja, dann kommen die weg. In manchen Belangen ist das ja gut, wenn der keinen Staub kriegt. Ja, das stimmt, aber irgendwann gibt es ja auch so ernstere Themen und da brauche ich ja auch einen ernsten Moin. Aber ich habe mich schon ein bisschen verbessert, komm. Was war das letzte Geschenk, was du Sandra gemacht hast? Das letzte Geschenk war ein Louis Vuitton Armband. Wow. Also ich mache nicht viele Geschenke. So, ich bin nicht ein Typ. Zum Beispiel, wir haben uns, also nicht gestritten, aber in Deutschland anscheinend. Nein, das war kein Streit, das war so eine Auseinandersetzung. Mhm. Wo sie sagt, ja, für Ostern schenkt man sich auch in Deutschland etwas. Frankreich nicht. Da hat sie aber geflunkert. Stimmt es nicht? Nee. Ja, so was Kleines, so, weißt du, so Ostereier oder macht man in meiner Familie, hat sie gesagt. Ja, ja. So. Ich habe gesagt, ja, in meiner nicht. So, okay. Ich wache auf, Ostern, kriege ein bisschen so Osterei und so und sie wacht auf, kriegt nichts. Weil ich finde Geschenke, wenn man jeden Tag so etwas schenkt, dann hat es keine Bedeutung. Die verlieren an Bedeutung, ja. So, ja. Wenn ich jetzt jeden Tag zu ihr komme und gebe ihr eine Rose, dann, weißt du, ja, ich wenn, weiß. Wenn ich dann wieder keine gebe, das war am Anfang, ne? Ja. Am Anfang, wo sie immer hergeflogen ist, habe ich hier jedes Mal, wo sie gekommen ist, habe ich ihr Rosen gegeben. Dachte ich mir, okay, ich mache das jetzt gut. Okay, ich bin jetzt in einer ernsten Beziehung, ich mache das jetzt gut. Ja. So, so wie man dann, das halt gelernt hat. Ne? Genau. Und dann, nach 3-4 Mal, sagt sie mir, ja, weil Tommy, du brauchst das nicht machen. Erstes Mal, wo ich es danach nicht gemacht habe, schenkst du mir jetzt keine Rosen mehr. Aber meinst du das ernst? So, ja. Schenkst du mir keine Rosen mehr? Dann habe ich gesagt, ja, aber... Du hast mir doch gesagt, weißt du, ich bin jemand, du sagst mir das, dann mache ich es auch. Ja, ja. So. Aber wenn es dann um Geburtstag oder Weihnachten oder sowas geht, dann schenke ich was Gutes. Okay. Also genau. Sie weiß schon, wie man das macht. Ich glaube, ich müsste das auch einführen. Einfach sagen, in Serbien schenkt man sich auch was am Sonntag.
Weißt du? So, dass man einfach mal hier, mal da. Was ist, kommen wir zu den schönen Dingen des Lebens. Ne? Was ist das Letzte, was Tommy dir geschenkt hat? Also zu Ostern habe ich nichts bekommen. Das Letzte, was er mir geschenkt hat, ja, das Armband, oder? War Weihnachten, ne? Aha. Wann hast du dir das Armband geschenkt? An Weihnachten, das ist schon lange her. Du hast mir erzählt, dass sie behauptet hat, dass man sich zu Ostern in Deutschland verschenkt. Ja. Und dass sie das zu Ostern bekommen hat. Nein, ich habe gesagt, für Ostern habe ich ihr nicht geschenkt. Ich dachte, du hättest dir zu Ostern ein Geschenk ergattert. Nein. Zu Ostern haben wir nur ein bisschen gesprochen, weil die Mama ja hier war. Und dann meinte ich so, was kriegt die Sandra? Und der Tolli so, was macht man denn da? Ist ja einfach nur ein Schokohase oder so, ne? Da habe ich noch nicht mal einen Schokohase bekommen von dem. Ich bin ja dein kleiner Schokopass. Ja. Nee, bist du nicht? Nein, aber das Armband habe ich bekommen und ich habe bald Geburtstag übrigens. Wann denn? Am 23. Mai. 23. Mai, Leute, ihr könnt ihr dann schön gratulieren und was schicken. Und du weißt ja schon, was ich mir wünsche. Ein Riesenloch in mein Konto. Was wünschst du dir? Ein Riesenloch? Ja, das passende Kette. Die passende Kette. Oh, was ist das Letzte, was du ihm geschenkt hast? Parmesan. Zu Ostern. Siehst du den Geschenkunterschied? Ja? Louis Vuitton, Armband und Parmesan. Aber ich schenke nie was, weißt du? Ja, hey, nein, dein Geburtstag. Hast du den Geburtstag von ihm gesehen? Ich habe eine Excel-Challenge für ihn vorbereitet. Nice. Ja, ich habe das Schloss aus der Excel-Challenge nachgekauft bei Amazon, habe das so an ein Herz gemacht mit Bildern und habe dann gesagt, dass er die drei Zahlen lösen muss, bis er dann sein Geschenk kriegt. Und dann hat er so Kreuzworträtsel bekommen und das müsste er lösen. Oh, geil. Das Lösungswort waren halt die drei Zahlen dann dafür. Geil. Dann hat er es aufgemacht, dann hat er Schuhe. Was hast du alles bekommen? Ich habe zwei Paar Schuhe bekommen. Und gute auch. Louis Vuitton Schlüsselanhänger. Louis Vuitton Schlüsselanhänger habe ich auch bekommen. Das ist dein Lieblingsladen. Louis. Ja, kann man machen, ne? Louis all day. Also so, ja. Das hat mich ein bisschen angesteckt. Louis ist so mein Lieblingsladen. Am Anfang hast du immer so gesagt, ja, mag ich nicht so. Und jetzt, oh, der hat mich schön. Das ist jetzt eine sexuelle Frage. Ich weiß nicht, ob du dafür bereit bist, aber. Ich bin nicht bereit. Nee? Keine sexuelle Frage. Also ja. Wann hattest du dein erstes Mal? Erstes Mal 15. Wann hatte Tommy sein erstes Mal? Erstmal mit einem Mann und dann mit einer Frau. Spaß. Wann hat er sein erstes Mal mit einer Frau? Ich hoffe nur mit einer Frau, oder? Ja, was soll das denn heißen? Nein, nicht deswegen. Erstes nicht Mal. Dagegen, aber für mich. Nein. Weiß ich nicht. Hast ja ziemlich viele gehabt, muss ja früh angefangen haben. Oder? 16? Ich hatte dir das doch schon gesagt. Ja. Ja, wenn dir mein Leben nicht interessiert, ja, weißt Tommy, du? Also es war bei Ex on the Beach. Du warst noch Jungfrau. Deswegen bist du ja auch seine erste große Liebe. Genau. Ist das Schuss, ne? Nein, ich weiß nicht, 16. 15. 15, da war ich doch fast dran. Aber lag nah dran. Was hatte ich dir doch auch schon gesagt, oder? Und ich? Du hast mir gesagt, ein bisschen später. Du hast mir gesagt, so 17 oder 18. Ja, 17, kurz vor 18. Siehst du? Eine Woche vor meinem 18. Wie viel Kilo dürfte Sandra zunehmen, bevor du sagst, sie ist unattraktiv? Das ist jetzt eine Falle. es kommt drauf an, wie das aussieht. Aber für Asif ist das so eine Zahl, die du dir maximal vorstellen kannst? Ich würde sagen so... Aber wie zunehmen? So Muskel oder Fett? Nee, Fett. Fett. Wenn dir zu 5 Kilo Fett wird, dann fetter, so wirklich fetter, dann würde ich dir schon sagen, hey, ganz ehrlich, okay. Du bist schon ein bisschen fett. Ja. Gut beieinander. Bitte geh nicht mehr in die Küche. Bitte trink nur Wasser, Tee und iss nichts mehr. Okay. Aber so, bei sowas würde ich dir das auch sagen. Ja, ja. Ich finde dich jetzt nicht mehr so fett wie früher. Es gibt ja oft in den Beziehungen so das Phänomen, dass die sich dann so sicher sind, dass sie sich einfach gehen lassen. Ja, ne? aber bei uns würde das auch nicht passieren. Nee, ne? Wir sind so beide, machen immer Sport und so, deswegen. Ja. Da mache ich mir keine Sorgen. Okay. So, jetzt hatten wir viel Harmonie, ne? Weil es gab jetzt ja ein paar schöne Antworten, aber jetzt kommen wir wieder zur bitteren Realität. Wie viel Kilo dürftest du maximal zunehmen, bevor er dir sagen würde, Einreiseverbot in Frankreich? Ciao. Hast du da Wissen dabei? 2 Kilo? Oha! Der mag das nicht, wenn ich jetzt irgendwie dicker wäre. Nee, der ist schon ein bisschen kulanter. Ja, 5. 5? Ja, hat er gesagt. Ja, 5 Kilo. Ja. Okay, das ist sehr nett. Aber die Frage war auch nur Fett, weißt du? So, wenn du jetzt 2 Kilo auch. Muskeln ja. Oder Implantate okay, oder so, aus. Ist auch okay. So. Ich brauch das nicht. Nein, so meine Chat. Ja, sehr schön.
Was liebst du am meisten? Nenn mir drei Dinge, die du am meisten liebst an Sandras Charakter. Also seine, positive Art, ja. So dass sie immer positiv ist. Sie ist das Gegenteil von Pessimist. Optimist. Optimist, ja, ist sie. Ja, schön. Sie strahlt auch immer, sie liebt ja auch jede Challenge. Ja, sie ist... sie liebt es zu putzen, zu kochen, zu waschen. Ich bin daheim, so bin ich. Na, Spaß. Das dritte, würde ich sagen, von ihr Charakter, ja, dass direkt, wenn sie ein Problem hat oder so, sagt sie mir es direkt. Dann schnauzt sie also, dich an, direkt. Das ist auch ein bisschen so Ehrlichkeit. So. Okay. Okay, jetzt wird es auch ein bisschen also gefährlich, ne? Was liebt Tommy am meisten an deinem Charakter? Gibst du mehrere? Drei oder? Stück. Drei. Was er am meisten an meinem Charakter liebt? Mhm. Das erste ist dein Aussehen. Ja, ist richtig. Humor. Ja, findest du dich lustig? Echt, findest du dich wirklich lustig? Ja, schon, oder? Ja. Hey! Okay, weiter. Ja, okay, dann halt nicht Humor. Sympathisch. Hilfreich. Ja. Schau mich nicht an, du kriegst von mir keine Antworten. Ja, okay, also was würde ich jetzt sagen? Humor, sympathisch, hilfreich. Ja, also ich glaube nicht. Soll ich das jetzt zu einer Faust machen? Also, es ist also ähnlich. Ja, ja, ähnlich. Ja, ja. Also er meinte Optimismus, Positivität. Mhm. Das liegt halt sehr nah beieinander, ne? Mhm. Ja. Es fiel ihm auch nicht so leicht. Mhm. Und das dritte war... Ich bin echt gespannt auf also, er meinte positiv, optimistisch und glücklich. Nein, Spaß. Das dritte war direkt. Okay. Dass du schnell anfängst zu pöbeln. Und weißt du? Spielst du jetzt wieder, Warzone? Die Dinge so, ansprichst, ja. Das sind die drei Dinge, die dir einfallen lassen. Natürlich. Also, Humor meinte er nicht. Und hilfsbereit ist auch nicht so. Wir müssen auf jeden Fall nochmal reden. Quatsch. Stell dir vor, nicht, dass du jetzt ein Trauma bekommst, aber stell dir vor, da steht jemand auf der Straße hier, hält dir eine Knarre vors Gesicht und sagt, entweder du tätowierst dir jetzt drei Namen auf deinen Körper oder ich drück ab. Welche drei Namen würdest du dir in diesem Moment auf den Körper tätowieren, wenn dich jemand dazu nötigen würde? Weil ich nehme an, du willst den Luxuskörper nicht verschmutzen. Ja, ich würde es auf meiner Arschbacke dann machen. Sieht keiner. Ja, außer du wechselst irgendwann das Ufer, ne? Aber. Hättest du das gern? Nein. Nein, aber welche Namen würdest du nehmen? Wenn ich jetzt nicht Sandra sage, ne? Ich weiß nicht, ob ich mir Sandras Namen tätowieren könnte. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber ich würde mir auf jeden Fall meine Mama tätowieren, ja. Wahrscheinlich mein Bruder. Bruder? Sandra weiß ich jetzt nicht, weißt du? Mhm. Ich weiß es nicht. Vielleicht Schnuffelhasen? Vielleicht ein... Oder ein S. S. Sandra oder Schnuffelhase oder weißt du? Und dann S und kleine Punkte. Damit man das... Für Sonne oder für Spaß oder für Sangria, was auch Weil immer. Sie hat sich ja auch ein Tattoo gemacht, das ist so ein T, steht da. Und sie hat gesagt, ja, wenn du mich nervst, wird es ein Kreuz. Hat sie das für dich gemacht? Ja, hat sie für mich gemacht. Oh, aber ich habe ihr direkt gesagt, hey, du willst das machen, das ist so, also, finde ich super. Dein Ding, ne? Aber ich will nicht, dass du denkst, dass... ich das jetzt auch mache. Ja, ja. Weil ich habe ja keine Tattoos für mich, ja. Das ist, weißt du? Eine größere Hürde. Ja. Bei ihr war eh alles schon voll. Genau. Genau. Und Kim Kardashian hat ja mal gesagt, auf einen Ferrari klebst du auch keine Sticker. Genau. Weißt du? Auf eine Ferrari-Sticker, diese Dinger, die du hinten siehst, da. Genau. Jetzt kommen wir zu einem noch schlimmeren Thema, aber das ist dann auch wirklich die letzte Frage. Wenn, weil er hat ja, kennst du den Spruch, dass man auf einem Ferrari keine Sticker klebt? Nein. Nach dem Motto lebt er ja, ne? Er hat ja keine Tattoos. Ach so, er mag ja. Tattoos auch eigentlich gar nicht so gerne. So. Seine Freundin ist komplett tätowiert. Nein, hat er nicht gesagt. Okay. Aber wenn jetzt zum Beispiel er hier durch die Straßen gehen würde und einer würde ihm eine Waffe vor den Kopf stellen oder halten und sagen, entweder du tätowierst jetzt drei Namen oder bam. Welche drei Namen würde er sich tätowieren lassen? Sandra? Also wenn du das nicht gesagt hast, dann bin ich echt komplett sauer, weil ich habe nämlich ein Tattoo für dich, ne? Falls du das komplett vergessen hast. Da steht aber nicht Tommy. Ja, da steht aber nicht Tommy. T heißt Tommy, so. Hast du nicht gesagt, könnte ich in einem Kreuz machen? Komplize. Ah, T Komplize. Ja. Okay. Hast du aber gesagt, könnte ich als ein Kreuz machen. Aber darf ich, darf ich dir einen Tipp geben bei Partner-Tattoos? Also ich habe nämlich auch eins, immer gleichzeitig machen.
Immer gleichzeitig. Ja, aber bei ihm ist das Problem, er hat halt keine Tattoos. Ich habe ihn halt nicht eine Waffe an den Kopf gehalten. Okay. Weißt du, wie der Mann dann. Ja. Ich habe hier auch einen. Ich habe den auch keine Waffe auf den Kopf gehalten. Ich habe auch von meinem Ex-Freund drunter. Das ist so. Guck mal, sie ist jetzt so. Ich habe jetzt hier auch von meinem Ex-Freund. Guck mal. Frederik, Bernhard, sie sind alle dabei. Ich weiß nicht, wie ich das annehmen soll. Ja, ist ja durchgestrichen, ne? Okay. Sieht man ja nicht mehr. Ne? Ah ja. Also. Okay, also Sandra, wenn du das nicht gesagt hast, dann haben wir wirklich jetzt Streit. Vielleicht Nico, dein Bruder, Mama oder Oma. Mhm. Ja. Also so die engsten Leute von dir. Ja. Und da gehe ich ja von aus, dass ich dazugehöre, oder? Also er hat gesagt Mama, Oma und also bei dir würde er sich höchstens trauen, ein S zu machen und ein paar Pünktchen. Wie bitte? Hast du nicht gesagt. Warum? Weil, weißt du, wie du immer sagst, man weiß nie, was passieren kann. Ja, das ist richtig, aber wieso würdest du nicht meinen Namen, wenn der dir eine Waffe hinhält, denkst du nicht an deine Freundin? Ja doch, ich habe gesagt ein S. So wie du ein T ein hier Name, stehen du hast. Sollst aber einen Namen machen. Mhm. Was war denn der dritte dann? Ja, S. Mit wem wurde ich, achso. S mit Pünktchen. Wegen Sonne, man könnte dann vieles daraus genau. machen, ne? Sonne. Ich mache einen Tattoo-Termin, mach hier raus jetzt auch was anderes. Sonne. Aber ich muss dir was sagen. Sahne. Falls ihr einen guten Laser-Doktor braucht, Dr. Buck, Cutaneum, grüße ich an der Stelle, ich lasse mir mein Tattoo auch entfernen. Es gibt immer einen Weg zurück. Auf den ganzen Arm lässt du entfernen. Ja, das ist. S. Punkt. Die ganzen Sterne und so. Ja. Süße, das hat nichts zu bedeuten. Das, was ihr spürt und wie gut ihr euch kennt, das ist wichtig. Ne? Jetzt, liebe Psychologe hier oder was? Nein, nein. Naja. Nein. An der Stelle freue ich mich natürlich, dass die beiden doch kein perfektes Paar sind, weil jetzt fühle ich mich besser. Und ja, wir sagen an der Stelle tschüss, Leute. Okay. Ja, ich bin gespannt auf das Video. Das wird richtig gut, ja.